Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir Tower of Hell Medium Edition. Hier gibt es auch die Easy Edition und die Hard Edition, aber wir spielen heute die Medium Edition. Es gibt ja noch das originale Tower of Hell, aber ich habe mich diesmal für das hier entschieden. Hier können wir auf jeden Fall nach oben springen. Mal schauen, ob wir in dieser Folge ganz nach oben kommen. Auf jeden Fall bin ich mal ziemlich gespannt. Danke auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast für mehr Tower of Hell. Einfach mal einen Daumen nach oben geben. Außerdem verlose ich in der Folge noch was. Das heißt, bleib auf jeden Fall dran, um die Verlosung zu sehen. Und wir cool, wenn du den Kanal abonnieren könntest und die Glocke aktivieren würdest, dann würdest du keine Videos mehr, was Roblox angeht, verpassen. Und hier sind wir auf jeden Fall im Tower of Hell. Und oh, wir sterben nicht direkt, Leute, weil im normalen Tower of Hell stirbt man nämlich direkt, wenn man einmal das Laser berührt. Hier stirbt man auf jeden Fall nicht direkt und hier hat man mehrere Leben dann anscheinend. Okay, ziemlich cool. Dann stirbt man nicht direkt. Hier müssen wir auf jeden Fall über diese Liane drüber klettern oder was auch immer das sein soll. Und da unten, Leute, das sind einfach Mario und Luigi, die tanzen und Thaddäus. Okay, wer kennt sie? Leute, kennt ihr Mario und Luigi? Kennt ihr die? Bitte kennt sie einfach. Und Thaddäus kennt ihr, glaube ich, alle. Und Mario hoffentlich auch. Ich hoffe mal. Kennt ihr Mario? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Mario und Luigi kennt oder nur Mario oder so. Und also, ich finde das so ziemlich cool, dass man nicht direkt stirbt, aber irgendwie ist es dann auch wieder zu einfach, oder nicht? Wenn man instant, also wenn man nicht direkt stirbt, weil ihr seht ja, ich kann hier, muss ich hier hoch? Oder, nee, ich muss hier lang. Da muss ich hier hoch. Ich habe das Spiel ja noch nie gespielt, Leute. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Wir können natürlich, okay, wir können zwar nicht sterben, aber wir können halt runterfallen und dann ist wieder alles, müssen wir wieder alles von neu machen. Das heißt, ich hoffe, wir fallen nicht runter. Oh Gott, Leute, wir wurden hier nach vorne geboostet. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Oh mein Gott, ich habe mich gerade so hart erschrocken. Okay, okay. Wir dürfen auf jeden Fall nicht runterfallen. Ich denke mal, sterben werden wir nicht, aber wir können ja auch runterfallen. Das wäre echt nicht so cool. So, okay, hier jetzt hoch, das ist easy, Leute, ich bin Jump'n'Run-Profi. Kann sein, dass ihr meine Tastatur ein bisschen hört. Ich hoffe mal, das stört nicht so sehr, weil hier muss man natürlich sehr auf die Tastatur hauen, auf die Leertaste und so, um halt zu springen. Ich denke mal aber, das wird ganz okay sein, ich denke mal, das wird jetzt nicht so laut sein. Und so Sprünge hier sind easy peasy für mich. Ich spiele das Ganze hier im Shift-Lock-Modus, also ich finde das so echt schwer, also hier so. Aber ich habe den Shift-Lock-Modus an, den könnt ihr einfach easy anmachen, wenn ihr einfach Escape drückt, dann hier in die Settings geht oder auf Einstellungen. Und dann seht ihr hier Shift-Lock-Switch oder auf Deutsch Shift-Lock-Schalter oder sowas. Einfach auf Anmachen, das allererste hier bei Settings, bei Einstellungen. Und dann könnt ihr Shift auf eurer Tastatur drücken. Das ist Übersteuerung und dann habt ihr das. So, gehen wir jetzt, wo gehen wir jetzt hoch? Gehen wir jetzt da lang oder gehen wir da lang? Ich denke, ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich denke, ich springe normalerweise hier lang. Was steht denn da drauf? Okay, Leute, wir können da nicht hoch. Dann müssen wir jetzt hier lang. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass wir runterfallen die ganze Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt hier. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, okay, wir haben es geschafft. Zack. So, oh, das ist ziemlich, da backt man echt extrem rein. Das ist sehr, sehr gefährlich. So, jetzt hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wer gehypt ist, so wie ich, der lässt aber jetzt mal einen Daumen nach oben, da, falls du das noch nicht getan hast. Können wir hier überhaupt lang gehen? Können wir hier überhaupt lang gehen? Ja, können wir. Oh Gott, oh Gott. Okay, stimmt, wir sterben ja nicht sofort. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich, ziemlich gut. So, jetzt hier lang, hier lang. Ich weiß nicht, ist das überhaupt interessant, Tower of Hell zuzugucken? Naja, wenn nicht, dann wärt ihr jetzt ja nicht dran. Okay, hier ist eine Sackgasse, Leute, wir hätten hier lang gehen müssen. Weil zum Spielen ist es natürlich ziemlich cool, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, ob das auch so spannend ist, wenn man... Wie ist was runtergeflogen? Ich weiß nicht, ob das auch so spannend ist, wenn man nur zuguckt. Aber irgendwie geht es hier nicht so wirklich weiter, oder? Geht es hier irgendwie weiter? Weil wie sollen wir denn jetzt hier weiterkommen, Leute? Wie sollen denn wir jetzt hier weiterkommen? Kann man hier vielleicht... Aber man kann hier einfach durchlaufen. Okay, gut. Ja, das erklärt einiges, weil ich dachte, wie kommen wir jetzt da vorbei? Aber wenn man da durchlaufen kann, ist das ja easy. So, jetzt hier hin. Und können wir jetzt hier wieder durchlaufen? Ja, wir können einfach wieder durchlaufen. Okay, ganz easy peasy. So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier im dunkleren Gelb. Das heißt, es wird immer schwieriger, desto dunkler es wird. Und gleich wird es hier orange, dann wird es auch rot. Und es geht auf jeden Fall noch einiges nach oben. Und können wir hier auch einfach durchlaufen? Nein, können wir nicht. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier so am Rand vorbeispringen, Leute. Zum Glück bin ich ein ordentlicher Jump'n'Run-Pro. Ich habe schon sehr viel Jump'n'Run-Erfahrung und sind trotzdem fast tot. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen beruhigen. Und ich hoffe so hart, dass wir nicht runterfliegen. Weil wenn wir runterfliegen, dann wäre alles umsonst. Okay, jetzt sind wir beim Orangenen angelangt. Jetzt sind wir beim Orangenen Obby. Und jetzt springen wir hier runter. Springen wir nochmal und nochmal und nochmal. Und nochmal hier auf den kleinen Teil. Und jetzt hier auf die Brücke. Okay, was heißt Brücke? Das ist eine Leiter, das ist keine Brücke. So, jetzt hier vorbei. Wir sind ja schon wieder recht gut regeneriert. Jetzt können wir hier vorbei. Okay, wir kriegen trotzdem noch ein bisschen Schaden. Ganz böse. Okay, jetzt hier hin. So, super. So, jetzt hier. Okay. Okay,
Okay, Leute, ich bin gerade echt angespannt. Wenn ihr mir nicht glaubt, das sieht, also es ist nicht so ganz, ganz schwer, weil wir sind auch im Medium, aber wir sind auch nicht im Leichten. Aber es gibt da noch einen Harten. Sollen wir mal den Harten? Nein. Leute, habt ihr gesehen, das war richtig knapp. Sollen wir mal den Harten und den Leichten Obby auch noch spielen? Also den Tower of Hell, den Leichten und den Harten. Dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und dann sehe ich das, ja. Ich habe jetzt schon oft gesagt, dass ihr einen Daumen nach oben da lassen sollt, aber macht das einfach. Dann sehe ich das und dann kann ich das ja auch mal machen, wenn ihr das sehen wollt, wie ich mich hier zu Tode racker und versuche nicht zu Nein. Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Das war quasi schon mein Ende. Ich weiß nicht, wie ich mich da jetzt noch gerettet habe. Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Okay, wie weit geht's eigentlich nach oben? Okay, das geht noch ziemlich weit nach oben. Wir haben ja noch kaum was geschafft eigentlich. Ich weiß nicht, Leute, wie lange soll denn die Folge gehen? 20 Minuten? Ich weiß ja gar nicht, ob ich das schaffe. Okay. Wenn ich schaffe, dann verlose ich gleich doppelt so viel, wie ich normalerweise verlosen wollte. Und wenn ich es nicht schaffe, verlose ich einfach nur das Normale, was ich verlosen wollte. Wenn ich schaffe, dann verlose ich doppelt so viel. Weil, Leute, ich wollte an euch 500 Robux verlosen in den Kommentaren an einen von euch. Und wenn ich schaffe, dann verlose ich einfach 1000. Werden wir dann ja gleich sehen, ob ich schaffe oder nicht. Aber bleib auf jeden Fall dran, um zu wissen, wie du 500 Robux oder eventuell auch 1000 gewinnen kannst. Okay, das ist jetzt easy, weil wenn man da runterfällt, dann ist man ja safe da unten. So, zack, dann zack und zack und zack und zack und zack. Und zack. Okay, das ist ein bisschen lästig, aber machbar ist auf jeden Fall. Man kann vor allem auch einfach hier drauf und dann hier drauf. Also, da muss man ja nicht mal diese krassen Sprünge machen, die ich hier gerade mache. Aber für mich sind die kein Problem. Ich habe trotzdem irgendwie Schiss, dass wir sterben. Aber sei auf jeden Fall gehypt auf die 1000 Robux-Verlosung, weil 1000 Robux ist nicht wenig. Damit kann man sich einiges kaufen. So springen wir hier. Und jetzt springen wir hier. Und Leute, wir sind bei Rot angekommen. Es geht nicht mehr weit nach oben, aber es geht immer noch weit nach oben. Oh Gott, okay, was machen wir, Leute? Ich will ja auch nicht, dass die Aufnahme jetzt so eine halbe Stunde geht oder sowas. Und jetzt müssen wir hier extrem vorsichtig sein. Ich bin gerade die ganze Zeit schon extrem vorsichtig und ich bin die ganze Zeit gehypt, dass wir hier nicht runterfallen. Okay. So, jetzt müssen wir hier auf die Platte draufspringen. Okay, wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir hier hoch und hier hoch und... Oh Gott, da ist ein Laser. Okay. Okay, vorsichtig. So, hier hoch. Und was machen wir jetzt? Okay, laufen, springen. Nein, Leute, was mache ich? Okay, spring. Okay, jetzt hier springen. Okay. Jetzt hier springen und... Oh Gott. Leute, es wird so hart schwer und das ist nur der Medium Tower. Das hier buggt ein bisschen. Okay. Leute, ich glaube, es ist echt interessant, sich anzuhören, wie ich hier richtig ausraste. Und, da läuft irgendjemand einfach... Achso, okay. So, wo gehen wir jetzt lang? Ich denke mal, es wäre eher unschlau, da lang zu gehen. Ich springe mal hier hoch. Gehen wir jetzt da lang oder da lang? Weil da lang ist halt... Da stirbt man doch, oder nicht? Aber wie kommt man denn da nach oben? Gar nicht eigentlich, also wir müssen eigentlich hier lang. Okay, wir sind full life und jetzt springen wir, wir beeilen uns, wir springen und wir haben es geschafft. Okay, jetzt müssen wir aber ganz kurz regenerieren, bevor wir weitergehen. Okay Leute, wir sind jetzt fast wieder full life, das heißt, wir können jetzt hier wieder easy peasy springen, ohne irgendwelche Gefahren auszusetzt zu sein. So, jetzt gehen wir hier weiter, springen hier hoch, dann hier lang und hier drauf. Okay, das Ding bewegt sich ziemlich schnell. Sprung, okay. Hier, zack und zack. So. Jetzt ist das da, was ist das? Ist das eine Leiter oder? Ne, das ist eine ganz schräge Wand. Okay. Hopp und hopp und hopp. Jetzt sind wir hier angelangt. Zack, zack, zack. Oh Gott. Okay, langsam wird es überfordernd. Was ist das jetzt? Oh Gott, Leute. So, zack. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge ist. Vielleicht schneide ich auch erst einfach in zwei Teile. Kommt noch drauf an, wie lang das hier noch geht. So, kann ich hier auch drüber? Jawohl. Okay, und jetzt müsste ich hier hoch. Okay. Jetzt hier lang. Ich hätte es nicht erwartet, dass es noch draußen weitergeht, Leute. Wenn wir jetzt hier runterfallen, sind wir am Arsch. Okay. So, hopp, und hopp, runter, zack, so, jetzt hier drauf, jetzt hier dran vorbei, hier drauf, können wir bitte wieder rein, ich will sicher sein,
Nein, Leute, wir sind runtergefallen. Nein. Leute, ich bin's aus dem Schnitt. Ich wollte sagen, ich habe den Tower of Hell nochmal gemacht und habe bemerkt, dass man da gar nicht langspringen musste. Also, ich hätte quasi am Rand langlaufen müssen. Das wäre ganz einfach gewesen, aber ich habe einfach den dummen Weg genommen. Oh, Leute, nein, wir sind runtergeflogen. Komm schon, wir waren doch so weit und dann sind wir runtergefallen am Ende. Na, Mann, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Aber Leute, dann würde ich sagen, war es das jetzt mit der Folge. Wir verlosen jetzt noch 500 Robux in den Kommentaren für noch einen Part. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Ja Leute, um am 500 Robux Gewinnspiel teilzunehmen, like einfach das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wie ich gerade schon gesagt habe. Und schreibt deinen Roblox-Namen in die Kommentare. Was machen die Leute hier? Sind das Spieler? Ja, ich glaube schon. Okay. Schreibt deinen Roblox-Namen mit einem netten Kommentar in die Kommentare und join meiner Roblox-Gruppe. Ja, Link in der Beschreibung zur Roblox-Gruppe. Kannst du aber gerne beitreten. Falls du dir was im Shop kaufen willst, kannst du es dir gerne im Shop kaufen. Hier ist jetzt eine Gravity Coil. Und ja, wir kommen, also, ich weiß ja nicht, wir sind jetzt draußen. Und dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Haut rein und ciao, Leute.